herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen unseren kostenlosen WAVI-Profi Online-Helper näher bringen. Auf unserer Seite wavi1.de sehen Sie auf der rechten Seite in dem blauen Bild, ich versuche jetzt einfach mal in Farben zu sprechen, bei in der Kategorie Videos rechts oben, sehen Sie dieses blaue Bild. Da können Sie draufklicken. Und dieser WAVI Profi 3 Online-Helper, vor dem Sie hier einen Screenshot sehen, macht folgendes. Er gibt Ihnen Hilfestellung, und zwar eine Hilfestellung mit Suchfunktion in Form von Videos auf YouTube. Kommen wir gleich dazu. Das Ganze muss natürlich installiert werden, damit es funktioniert. Deswegen können Sie in Ihrem Browser nun in der Mitte auf dieses Bild klicken und je nachdem, welchen Browser Sie verwenden, in unserem Beispiel haben wir hier den Internet Explorer, möchte ich die Datei öffnen. Wenn Sie mit Google Chrome arbeiten, habe ich schon mal hier vorbereitet, klicken Sie ebenfalls auf das Bild und wenn Sie nun in der Mitte den Download anstoßen, haben Sie auf der rechten Seite unten Ihren Download, den Sie dann einfach anklicken können und die Datei öffnen bzw. installieren können. So, wenn Sie den Firefox haben, Sie verzeihen mir bitte, dass ich das jetzt mache, weil es in der Praxis einfach sehr, sehr häufig vorkommt, dass viele, viele Benutzer sagen, ja, aber wie, wo sind denn meine Downloads? Deswegen stoße ich das nochmal kurz an. Mozilla Firefox, das Bildchen anklicken, in der Mitte den Download anstoßen, indem Sie wiederum auf das Bildchen klicken und er sagt, ich will die Datei speichern. Dann sagen Sie, okay, dann speichere doch. Rechts oben haben Sie nun neben diesem Haussymbol einen kleinen grünen Pfeil, auf dem Sie klicken können und hier sehen Sie nun Ihren Download, den Sie dann, indem Sie ihn anklicken, öffnen können. Okay, also jetzt sehen wir die verschiedenen Browser durch. Dann sagen wir hier, wir wollen das öffnen. Okay, das habe ich zweimal angeklickt, egal. Kriegen wir schon. So, jetzt hatte ich hier unser Setup, das klicken wir an. Die Sicherheitsmeldung, die hier von Windows kommt, sagen wir, ja, passt schon. Das heißt, nochmal zur Ansicht, in Windows 8 ist es so, hier auf weitere Informationen klicken, sagen trotzdem ausführen. Der sagt natürlich, hier, der Datei ist ganz neu, die kenne ich noch nicht, wird noch digital signiert, kein Problem. Aber solange es halt nicht kennt, einfach sagen, passt schon. Dann bitte den Virenscanner mitteilen, dass das in Ordnung ist. Ich sage, die Datei ist passt und sage schließen. Nun sage ich, dass das Programm installiert werden soll. Die Sicherheitsmeldung von Windows bestätigen wir natürlich, dass wir die Installation durchführen dürfen und sagen nun weiter. Das Programm wird installiert. Wir wollen es nach der Installation starten und klicken auf Fertigstellen. Nun sind wir im Online-Helper, der echt ganz, ganz cool ist. Und zwar gehen wir kurz ins Detail. Sie erhalten hier auf der rechten Seite eine Liste mit Kategorien, in dem die verfügbaren Videos auf YouTube nach Kategorien sortiert sind. Im Klartext, wenn wir auf Artikelstamm klicken, erhalten wir alle Videos, die zum Artikelstamm gehören oder die momentan auf YouTube für den Artikelstamm für WAVI Profi 3 hinterlegt sind. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, warum brauche ich den? Ganz einfach, wenn Sie sich die Online-Funktionen sehen und einfach auf unseren YouTube-Channel gehen, sehen Sie, das machen wir jetzt einfach mal, so, na komm, schieben wir ein bisschen hoch hier, machen wir ein bisschen größer, dann sehen Sie eine Vielzahl von Videos. Momentan sind es 142, die wir auf YouTube hier haben. Hier etwas zu suchen, wird etwas schwieriger. Das heißt, denn es ist hier nicht nach Kategorien, sondern die Videos sind nach Erstellungsdatum in der Liste drin. Deshalb haben wir den YouTube, also diesen Online-Helper, entwickelt, der es Ihnen ganz, ganz easy ermöglicht, die einzelnen Kategorien, die Sie sehen wollen oder die Sie interessieren, anzuklicken. Auch das Coole an der Geschichte ist es, dass momentan 142 Videos auf YouTube sind. Wenn wir nun neue Videos auf YouTube hochladen und Sie den Online-Searcher das nächste Mal starten, erkennt dieser diese Aktualisierungen automatisch oder die neuen Videos und sagt zum Beispiel, jetzt sind es 145 Videos auf YouTube zu WAVI Profi 3. Also das ist richtig cool. Auch sehr schön, finde ich jetzt persönlich, ist es, dass Sie sagen, ich kann hier drin suchen. Also Sie sagen, ich suche jetzt mal alles, was mit Bild zu tun hat. Dann sagt er, pass mal auf, ich habe hier einen Treffer, Artikelstamm, also das Artikelbild ausdrucken oder bei den Etiketten hier Artikelbilder ausdrucken. Auch halten Sie auf der rechten Seite die dementsprechenden Kategorien dazu
und Sie können natürlich Ihre Suche, die Sie angegeben haben, wieder neutralisieren, indem Sie einfach auf dieses X klicken an der rechten Seite, wenn Sie was angegeben haben, oder Ihre Suche mit Entfernen oder der Backspace-Taste neutralisieren. Um auf ein Video zu gelangen, das Sie interessiert, ganz einfach dementsprechend sich mit der Maus auf den dementsprechenden Treffer auf der rechten Seite stellen, dann auf diesen kleinen Button klicken und nun springt Barbie Profi 3 direkt auf unseren YouTube-Channel und aktiviert das Video zu Ihrem Video, zu Ihrem Thema, das Sie ausgewählt haben oder das Sie sehen wollen. Ja, total easy, einfach zu bedienen und vor allem, Sie haben die Suchfunktion, finde ich wirklich toll. Im Klartext, Sie sparen sich extrem viel Zeit im Gegensatz, wenn Sie auf unseren YouTube-Channel suchen oder direkt drauf suchen, weil es, wie ich persönlich finde, doch etwas unübersichtlicher ist. Und dieser Online-Searcher, dieser Online-Helper hilft Ihnen ganz einfach, Videos sehr, sehr schnell zu finden und vor allem die Videos, die Sie interessieren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss!